Das Ehepaar Anna und Klaus Breuer wohnt mitten in Kaiserslautern. Der Weg zur Arbeit ist vor allem für sie als Ärztin zu Fuß nicht weit, da sie im nahegelegenen Klinikum arbeitet und auch fußläufig zu ihrer Schmerztherapiepraxis kommt, die sie nebenher betreibt. Beide sind gerne mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs und möchten trotz Innenstadt Natur um sich haben. Denn Pflanzen sehen auch in der Stadt nicht nur schön aus, sie sind auch wichtig für uns Menschen. Um wieder mehr Mehlbeeren und Hainbuchen in die Stadt zu bekommen, haben sich die beiden entschlossen, selbst für Bäume zu spenden. Also angefangen hat alles 2012. Damals mussten ganz viele Robinien gefällt werden. Das war ein Eschenschwammbaumpilz, der die Robinien befallen hatte. Und es wurden dann so 150 Bäume gefällt. Und das war der Anfang, warum wir gesagt haben, oh Gott, das muss nachgepflanzt werden. Eine Stadt ohne Bäume finden wir jetzt nicht so attraktiv. Es musste also eine Idee her, wie man Ersatz für das fehlende Grün bekommt. Doch wieso kommen Bürger für die neue Bepflanzung auf? Die Stadt selbst pflanzt Bäume, auch jährlich nach. Aber es ist, ein Baum kostet, wenn man ihn so, wenn wir ihn spenden, für 800 Euro. Und wenn dann von einem Schlag auf den anderen ungeplant 150 Bäume neu nachzupflanzen sind, dann ist das eben auch für unsere Stadt schwer zu stemmen. Nach mittlerweile 4 und 5 Jahren haben sich die ersten Bäume gut entwickelt. Damals musste erst mal geklärt werden, wie man eigentlich Bäume spenden kann. Ja, wir haben Kontakt aufgenommen mit der Stadt und haben uns mit dem Grünflächenamt, mit Mitarbeitern dort getroffen und geklärt, dass das Grünflächenamt Planungsaufgaben, wo man wie einen Baum hinpflanzen kann und welcher Baum gepflanzt werden kann, vorbereitet und uns jeweils zum Jahresanfang eine Liste von möglichen Baumstandorten zur Verfügung stellt, aus denen wir wählen können. Wir haben in der Zwischenzeit mit unserer Spendenplattform Geld für 1, 2, 3 Bäume gesammelt und können dann der Stadt sagen, wir können für 3 Bäume Geld spenden. Es sollte auch nicht bei einer einzelnen Robinie bleiben. Dann überweisen wir über den BUND, wo wir das Geld sammeln, weil es dort gemeinnützig gut aufgehoben ist, an die Stadt und zweckgebunden für den Zweck fürs Grünflächenamt die Bäume zu pflanzen. Und das hat wunderbar geklappt, sodass dann typischerweise kurze Zeit danach das Grünflächenamt und die Stadtbildpflege, die die Baumpflanzung dann durchführt, uns Feedback geben kann. Die Bäume sind gepflanzt, so wie hier in der Eichenstraße. Das Budget der Städte ist gering. Durch die privaten Spenden können zusätzliche Bäume gepflanzt werden. Hier in der Straße treffen die beiden dann auf den nächsten Baum, der mit Spendengeldern finanziert wurde. Die Idee, mit Bäumen zu pflanzen durch Beteiligung von Spenden, kennt man ja in Landkreisen oder so. Da ist es relativ einfach möglich, weil dort gut Land zur Verfügung steht, wo man Bäume pflanzen kann, wo das auch häufig passiert. Aber wir kennen es auch aus Großstädten. Wir haben uns damals erkundigt, wie ist denn das mit Baumpflanzungen? Da gab es Aktionen in Berlin und in Hamburg, an denen wir uns orientiert haben, wo das Ganze natürlich im größeren Maßstab möglich ist. Aber das hat uns so ein bisschen die Idee gegeben, die Idee zu kopieren, eine Organisation zu bilden, dass nicht nur wir einen Baum mal spenden, sondern dass wir Freunde und Mitbürger animieren, das zu machen. Und das trifft auf eine gewisse Gegenliebe. Das freut uns sehr. Bei mancher Straße gibt schon der Name vor, welche Sorte dahin muss. Dem Paar war es wichtig, dass Bäume angepflanzt werden, die typisch sind für die Region. Bäume, die für unser Klima gemacht sind. Sie haben für beide eine große Bedeutung. Also für mich sind es ja in erster Linie im Sommer, wenn es jetzt so heiß ist wie heute, Schattenspender. Geben Kühle ab, aber auch aus Umweltgründen. Sie filtern Partikel, geben Sauerstoff ab. Und ich weiß, dass dir der Artenreichtum immer wichtig ist. Genau, dass wir hier eine Heimstätte haben für Insekten oder Vögel, die sich darin wohlfühlen. Ja. Feuchtigkeit, die sie ausgeben durch ihre Verdunstungsmöglichkeiten, ist auch etwas, was wir bei so heißem Wetter wie heute durchaus gerne spüren. Sie spenden Schatten für die Häuser, ebenso wie für die Fußgänger und Autofahrer. Die Temperatur darunter ist im Sommer tatsächlich merklich angenehmer.
Auch auf dem Rad ist es viel entspannter, teilweise im Schatten zu fahren, wenn die Sonne stark scheint, oder etwas trockener, wenn es regnet. Es gibt noch viel Platz für Bäume in unseren Städten. Die Aktion kann also weitergehen.